Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, beim letzten Mal haben wir das Holzschwert bekommen und die Schleuder gekauft. Und dann ist ein Affe aufgetaucht und Maro ist dem Vieh in den Wald hinterhergerannt. Jetzt müssen wir natürlich Maro finden. Kommen wir mit Pferd nicht weiter. Beziehungsweise ich muss erst hier rüber, aber auch dafür lassen wir Epona mal kurz da stehen. Ich brauche aber allerdings Ruine. Hallo du. Ach, aus Onion. Aus Onion, ja. Aus Ordon. Typisch. Weißt du nicht selbst, dass es am Tage gefährlich ist, ohne Licht in den Wald zu gehen? Hier gibt es jede Menge Höhlen. So. Auch wenn es tagsüber dunkel ist. Hier, nimm das. Du hältst die Lampe. Öffnen. Ja. Hast du kein Öl mehr, kannst du sie nicht verwenden. Vergiss also nie genügend Nachschub zu Öl zu sorgen. Ich verkaufe hier Öl. Um meinen Umsatz zu steigern, verteile ich die Lampen zur Zeit gratis. Wenn du Öl hast, spendet dir die Lampe Licht. Außerdem kannst du auch Feuer mit dir anzünden. Wirklich ein tolles Item. Versuch doch einfach mal den Topf und mir ein Feuer zu machen. Ja. Anders als noch in A Link to the Past, brauchen wir für die Lampe hier Öl. Also, und keine Magie. Siehst du? Das Feuer ist an. So kannst du die Lampe jederzeit verwenden. Wenn dein Öl ausgeht, kannst du jederzeit bei mir ein neues kaufen. Ja. 20 Rubine bekommst du Nachschub. Nein. Ich habe gerade keine 20 Rubine. Außerdem ist das, glaube ich, nicht das, was ich will. Mit Anzünden kann man hier zum Beispiel. So, während die Lampe an ist, verbraucht sich das Öl. Logisch. Die Dinge anzünden, was bringt, weiß ich gerade ehrlich gesagt. Ich glaube, jetzt nicht. Ich brauche mal kurz 20 Rubine. Das kann jetzt nicht so schwer sein hier. Nee, das geht erst später. Ist es. So. Die Piranha-Pflanzen. Die kennen wir zu gut. Und das sind Kerne, die wir als Schleudermunition verwenden. Eine Route aus Holz. Damit hat Taro immer gespielt. Super. So, in der Höhle ist es eigentlich dunkler als das hier. Das liegt jetzt wahrscheinlich, dass die Dunkelheit nicht richtig dargestellt werden kann. Obwohl doch, es wird schon dunkler. So, da können wir die Lampe auch getrost hängen lassen. So, wenn wir jetzt einfach das Schwert verwenden, hängt die Lampe neben uns an der Seite. Und wird, ja, das Licht spenden. Wollt ihr mich gerade verarschen? Hallo? Achso, nee, ich muss das Netz verbrennen, so. So, hier machen wir die Lampe mal kurz aus, denn diese Krüge können wir mit der Schleuder zerdeppern. Da ist Geld drin. Rubine, Rubine. Immer mehr Rubine. Da wird es wieder ganz schön dunkel. Ekliger, unsauberer Ton, der da als auftaucht. Finde ich gerade nicht so schön. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer im Kämpfen. So, eine kleine Truhe. Mit 10 Rubinen. Ist doch schön. So, hier. Ich frage mich, warum hier Spinnennetze sind, aber keine Spinnen. Das macht eigentlich keinen Sinn.
PC macht keinen Quatsch. Ah ja, jetzt hat er sich wieder gefangen. Wunderbar. Mehr oder weniger. Ja, Leistung von dem Spiel ist gerade bei 90%. Das merkt man jetzt auch ein bisschen. Im Großen und Ganzen sollte es aber gehen. Das ist... So. Wir sehen auf der Karte immer mehr. Wir haben zwei rote Punkte auf der Karte. Und wir gehen jetzt erst zu dem einen und dann zu dem anderen. Oh, oh. Oh, was für ein ekelhafter, unsauberer Ton. Vielleicht die Soundeinstellung nicht in Ordnung. Muss ich dann nach diesem Part nochmal gucken, ob da vielleicht andere Sound-Einstellungen empfohlen werden für das Spiel. Bocklins und Fledermäuse, ja. So, machen wir mal Licht. Taucht da oben nämlich noch eine Kiste auf. Ja, und... So sehen Kisten in Twilight Princess aus. Kleinen Schlüssel. Da hat jetzt irgendwie das gefehlt. Der ganze Ton da ist gerade weg. Und wir haben ein Herzteil erhalten. Du erhältst ein Herzteil. Sammle 5 davon, um ein zusätzliches Herz zu erhalten. Ja. Besonderheit in Twilight Princess, wir brauchen 5 Herzteile für ein weiteres Herz. Das liegt einfach daran, dass wir in Twilight Princess auch Herzteile in Dungeons finden können. Und deswegen hat man das einfach erhöht. So, warum jetzt eigentlich die Sounds weg sind, weiß ich nicht. Fakt ist, so können wir das nicht lassen. Deswegen muss ich jetzt einfach mal einen Cut machen und mal nach den Soundeinstellungen gucken. Bis gleich.